Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem IS-6, gespielt von Shockscoid, von dem haben wir auch schon in der Vergangenheit einiges sehen dürfen. Und ich bin selber sehr gespannt, weil er spielt den IS-6 und der IS-6 ist so einer meiner liebsten schweren Premium-Panzer. Natürlich hat er hier und da, weiß ich, ich sehe jetzt schon die Kommentare vor mir, oh ja, der ist Top-Tier und ist ja so einfach und bla bla bla. Quatsch! Der macht eine geile Runde, das werdet ihr gleich sehen und macht es selber, schickt es mir ein. Ich bin heiß auf eure Replays. Ansonsten spart euch einfach die Kommentare. Nur weil er Top-Tier ist, heißt es nicht sonderlich, dass man immer eine gute Runde hinbekommt und eben nicht den Schaden, den er gleich zeigen wird in dem IS-6. Ja, Karte ist Siegfriedlinie. Und das Matchmaking selber schon eingegangen. 8er, 7er, 6er Battle. Er ist hier in der angreifenden Position. Also in der Tendenz etwas schwieriger. Weil er natürlich eben an den Gegner ran muss. Aber auch da wird es bestimmt wieder einige geben, die dann sagen, ne, bla, Angriff ist so einfach, Verteidigung ist viel schwerer. Aber mittlerweile bin ich an die YouTube-Kommentare mehr als gut gewohnt. Nach über 1000 Videos kennt man die Pappenheimer. Da ist er offen, aber er fährt hier voran in die Stadt, bekommt hier vom 71er gleich hier mehrere ins Heck, da ist er offen und er remontiert sich gleich mal mit einem schönen Hit und hat ihn da satt getroffen, so macht Spaß, so freut man sich. Und da gibt es auch eine kleine Rache, leider hier auf den Panther. Kein Treffer, jetzt ist er wieder offen. Aber der Manta, so nenne ich den Panther M10, der Manta selber hat nicht mehr viel. Und der ist weg. And it's gone, wie man so schön sagen würde. 2 zu 4 für den Gegner aktuell. Und da der T71, aber da kommt er leider nicht ran. Aber der T25, der dürfte. Oh, komm, komm, komm. Go, 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 go. Ne, er wird wohl nicht rushen. Sondern macht es hier. Will jetzt auf den T71 gehen, aber der ist leider nicht erreichbar. Komm, mach den weg. Yep. Schöner Snapshot. Schön schnell truff. So macht Spaß. So ist es. Schnieke. Schnieke, ein schön altmodisches Wort. Mag ich sehr gern. Und jetzt will er wegfahren, aber Auto-Aim sei Dank nimmt er ihn raus. Feini. Und da kommt jetzt der Tiger P. Unten drauf geschossen. Geht natürlich hier jetzt recht gut mit einem Achter. Aber eigentlich ist der Turm da weicher. Da kann man besser drauf schießen. Also würde ich euch empfehlen, schießt da auf den Turm. Oh ja, aber da kommt der Tiger P jetzt so gut rausgefahren. Da kann man natürlich den perfekt beschießen. Und auch da auf den Skoda, wie man im Original so schön sagt, da heißt es nicht Skoda, sondern Skoda mit einem dicken Sch, der wird da beschossen. 7 zu 9, das Gegnerteam liegt immer noch ordentlich vorne. Aber hier der T34, oh, der macht das perfekt, der fährt da drauf und kuschelt mit ihm, sodass er hier da versucht wird, dementsprechend den Abpraller zu provozieren und das hat auch gut geklappt und konnte hier nochmal einen und der T34 hat geschossen, das heißt, er kann jetzt gleich nochmal drauf, aber der ist zerstört. Und da ist die Hellcat. Ja, und der IS-6 hat eine lange Ein-Aim-Zeit. Da muss er einfach ein bisschen Geduld haben. Aber man sieht, perfekt gemacht. Lief ideal. Und nochmal ein. Und dann ist auch die Hellcat weg. Und mittlerweile liegt sein Team in Führung. Kaum sage ich das, ist es ein Ausgleich. 11 zu 11. Aber ja, schön seitlich dem IS-2 reinballern können. Ideal. Und nochmal ein. Aber wieder 11 zu 12 für den Gegner.
leider nur die Kette gezogen und da keinen Schaden drauf machen können. Aber er hat noch gut Struktur und hier kommt er auch gut vorne drauf und kann ihn da wegmachen. Ideal. Und da der T34-100, aber der ist leider hinterhalb der Häuser, kommt da nicht drauf, muss also da weiterfahren. Au, da kommt er eben rein, nimmt ihn ins Munitionslager raus, aber einen Schuss und er konnte ihn raus in einem Munitionslager, konnte er wieder reparieren. 13, 14 und gleich kommt natürlich Fuck off Nazi. Da sieht man mal die geistige Reife von Spielern, die rausgenommen werden. Extrem hoch, also er jetzt hier gegen die zwei Gegner. Ah, ganz knapp, dass er hier rankommen konnte, dementsprechend muss er da jetzt nachstellen. 2-7er gegen 1-8er, eigentlich eine eher unschöne Geschichte und gerade hier, wie er jetzt hier dann nachstellt, wie so ein alter Geißbock oder ein Stelzbock. So schön, perfekt. Und deshalb beide, weiß er, wo beide stehen, das ist schon mal sehr von Vorteil und hat auch jetzt beide im One-Shot-Bereich. Und der Jagdpanther prallt da ab und er kriegt den Nachschuss und nimmt den Jagdpanther raus. Ideal. Noch der AMX. Da jetzt kuscheln im Nahkampf. Hat man es nicht so leicht gegen IS-6, aber hier in dem Fall hat es der AMX geschafft zu durchschlagen. Aber in dem Augenblick konnte er ihn klar machen und macht seinen siebten Kill mit 6162 Damage klar. Feine Runde. Mir hat sie gefallen und für alle, die jetzt schreiben wollen, war ja eh Top-Tier, lasst es einfach sein. Mich interessiert es gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, euch nächstes Mal auch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe. Ansonsten macht's euch einen schönen Tag. Bis bald, euer Alcaramba.